Hallo, ich bin die Lydia Schanz. Ich bin Kosmetikerin in der Naturheilkundepraxis Münch und ich möchte euch heute ein paar Techniken vorstellen, wie ich hier in der Praxis mit dem Monologstab arbeite. Ich bin eigentlich Arzthelferin, habe 17 Jahre in dem Beruf gearbeitet und bin seit 21 Jahren selbstständige Kosmetikerin und arbeite schon immer mit Licht, unter anderem Laser und jetzt seit 3 Jahren mit Monolux. So, ich zeige euch jetzt einen Energieausgleich oder Chakra-Behandlung mit Monolux, das man normalerweise auch mit der Hand machen kann. Dazu nehme ich den Monolux-Stab und fange ganz unten am Wurzelchakra an mit der Farbe Rot. Ich halte den Monolux-Stab immer so lang drauf, bis alle Farben einmal durchgelaufen sind. Das dauert ca. 30-40 Sekunden. Zum Ausgleich nehme ich die rechte Hand auf das Scheitelchakra und spüre hier schon einen Energiefluss. Ich brauche den Monolux-Stab auch nicht direkt auf die Haut aufsetzen. Man kann hier auch ein paar Zentimeter über dem Körper arbeiten. Ich arbeite hier quasi in der Aura. Gehe hier weiter zum Sakralchakra. Das Sakralchakra hat die Farbe Orange. Jedem Chakra ist eine Farbe zugeordnet. Und jeder Farbe ist auch ein Ton zugeordnet. Somit habe ich das ganze Spektrum durch den Farbwechsel. Ich gehe hier weiter auf den Solarplexus, der über Finger überhalb den Nabel ist. Ich wandere hier hoch zum Herzchakra mit der Farbe Grün. Wenn ein Farbwechsel ganz durchgelaufen ist, gehe ich zum nächsten Chakra. Das ist in dem Fall jetzt das Halschakra, das die Farbe Blau hat. Ebenso wie jede Farbe eine eigene Schwingung hat, wirkt sich das auch auf Töne aus. Jede Farbe hat einen eigenen Ton, der die gleiche Schwingung hat. Und Ende am Scheitel- oder Kronenchakra ist die Farbe Weiß und im Weiß beinhaltet alle Lichter oder alle Farben. Und hier tanke ich dann nochmal richtig die Energie auf. Diese Behandlung kann man ganz gut mal im Yoga machen zur Entspannung oder von einer Packung, dass die Leute sich wirklich ganz entspannen können. Ich gehe einfach nochmal ganz kurz über alle Chakren drüber und höre am Scheitelchakra.